Tachchen, moin. Moin, ich bin der Schwimmer. Warum musst du so reinscheißen mit der Nase? Warum? Das ist doch das. Ja, perfekt, der kommt. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Gut. Ja, ich warte jetzt hier schon einen Augenblick, ne? Ja, hatten Sie einen guten Fluch gehabt? Ja, der Fluch war relativ angenehm, ne? Sitze ein bisschen eng, aber man sagt ja so schön, eng ist dehnbar, ne? So, dann nehmen Sie Platz. Natürlich. Ich will nochmal kurz die Unterlagen, die wir die Schule geschickt gekriegt haben, wegen Einreisepapieren und solchen Kram. Alles klar, machen Sie das. Ich nehme hier einen Platz. Kann man hier drin rauchen eigentlich? Ja, dürfen Sie. So, dann machen wir doch den guten alten Lungentorpedo an hier, ne? Den guten alten Lungentorpedo. Von wo kommen Sie ja eigentlich her und was haben Sie da so gemacht? Ja, natürlich. Ich komme ursprünglich aus Deutschland. Gut. Der Typ meinte, am Mechaniker ist was, ne? Gut. Das Ding ist, Leute, mir ist wieder aufgefallen. Und das muss ich halt einfach mal wieder loswerden. Abonniert doch einfach mal den Kanal. Bruder, es haben über 65% diesen Kanal nicht abonniert. Das ist voll frech, Bruder. Wenn ich nicht sage, abonniert den Kanal, ihr macht es einfach nicht. Warum macht ihr das nicht? Warum tust du mir das an? Warum? Warum? Abonniert doch einfach den Kanal und sei doch einfach so lieb und korrekt, ne? Keiner da? Hier gibt's Instagram an meiner Räume. TikTok mit CK. Ja, hab ich gesehen. Digga, man kann einfach schauen, Bruder, auf dem Handy. Nein, das ist nicht dein Ernst. Doch. Du laberst. Du gehst auf Safari einfach und dann kannst du einfach schauen. Du verarschst mich. Ich schwör, du kannst doch hier dein eigenes Video schauen. Bruder, what the fuck, man kann hier wirklich schauen, Bruder. Guck mal, was ich geschrieben habe bei Twitter. Oh mein Gott, wie schön der Schnee ist, aber ich freue mich wieder, wenn es warm wird. Nice, Luana. Luana, es könnte warm werden, wenn ich auf dich furze. Oh je, bitte nicht, ich will keine Gasmaske kaufen, alles klar. Jetzt tweete ich noch hinterher. Naja, lieber warm als so eiskalt wie das Herz mancher Menschen hier. Lass lieber mal gucken, wo die sich aufhalten könnten. Warte mal. Ich tweete nochmal. Jemand da für die Werkstatt. Oh, fuck. Wollt ihr nicht hinten reinfahren? Entschuldigung. Was soll das denn gerade werden? Tut mir leid, das war aus Versehen. Du siehst ja, hier liegt Schnee. Ich wollte dir nicht hinten reinfahren. Tut mir leid. Ja, ist in Ordnung. Gut. Und bitte das nächste Mal nicht so dumm anmachen, okay? Ich mag sowas nicht. Ja, oh, alles gut. Okay, gut. Schau mal den Vollidioten an. Der denkt, der hat die Sommerzeit mitgebracht. Ja, das weiß ich auch nicht. Der ist mir gerade auch schon fast. Der hat mich fast schon umgefahren. Ach du Jemine. Weißt du hier vielleicht, wo sich Leute aufhalten? Oh, warte mal, ich krieg einen Anruf. Moin, Dachchen. Die Straße. Hey, Autotune habe ich gelesen. Ja, das stimmt soweit. Was habe ich denn für eine Erinnerung, dass mich so eine nette Dame am Telefon anruft, ne? Ja, es ist halt Business. Würden das Auto halt fertig machen zu Valerie Customs, können Sie gerne einmal kommen. Gut. Ja, dann sind Sie gerade vor Ort? Ich mache mich jetzt auf den Weg runter. Perfekt, gut, dann treffen wir uns dort, würde ich jetzt einfach mal so frei sagen, ne? Na klar, machen wir. Alles klar, bis dann. Gleich. Valerie Customs, So, ich rufe die jetzt an und frag, wo sie bleibt. Ja, hallo? Hi, sag mal, ich bin jetzt schon da, wo bleibst denn du? Ich hab doch gesagt, ich mache mich auf den Weg, fliegen kann ich nicht. Ja, fliegen kannst du zwar nicht, aber mich warten lassen kannst du anscheinend gut, ne? Willst du mich gerade anpöbeln am Telefon? Nee, anpöbeln nicht, aber ich stehe jetzt seit 5 Minuten und wie ist von dir noch keine Land im Sicht, ne? Ja, also, sorry, wenn ich mich im Norden befinde, bin ich nicht so schnell in der Stadt. Ah, du bist im Norden. Ja gut, das kannst du mir auch einfach sagen, anstatt mich hier wie so ein Vollidioten rumstehen ja, zu lassen. Ja, brauchst du mit nicht so dumm von der Seite anmachen. Wenn du mal 5 Minuten warten musst, ist das überhaupt kein Problem. Ja, aber gut, man kann mich ja informieren, dann weiß ich wenigstens, dass ich hier warten muss. 2 Minuten anrufen und dir ein Feedback geben, wo ich mich befinde. Nee, ich mach mich aber hier gerade zum Vollidioten der Woche, das ist ja, ne? Jetzt hörst du, ey. Ah, du bist jetzt Höhe Staatsgefängnis. Ja, dann warte ich hier einfach noch. Ich mache mir jetzt einen Lungentorpedo oder was oder so oder wie oder was. Bin jetzt schon vor Ort, ne? Das ist sehr schön. Ich bin auch gleich fort. Siehst du, so gefällt mir das doch besser, ne? Aha, ich lass mir keine Ansagen droppen. Sehen uns gleich. Ja, wir sehen uns gleich. Bis gleich. Ich freue mich. Das hat sich schon fast angehört wie eine Drohung, Alter. Oh my goodness. Okay. Sie hat Verstärkung dabei. Okay. Oh. Dame hat eine Glatze, ne? Warum hat die eine Glatze? Oh, was haben wir denn? Hi, guten Tag.
Ja, ich warte jetzt hier seit fast einer halben Stunde. Habe auch schon auf Twitter geschrieben. Ja, gibt Leute, die sind nicht permanent am Arbeiten. Wenn du damit ein Problem hast, such den anderen Werkstatt, ganz einfach. Also, ja. Kann es nicht sein, dass er seit einer halben Stunde wartet. Ich habe von Angriff meines erst hergefahren. Ja, musst doch die Leute eh nicht von der Seite anpissen. Was stimmt denn mit dir nicht? Das habe ich doch gar nicht gemacht. Ich habe doch nur gesagt, dass ich hier die ganze Zeit schon warte und dass man mir vielleicht hätte mal Bescheid geben können, dass hier jemand mal auf dem Weg ist. Deine Karre verpissen, Alter. Bitte, was für ein Ding? Wie? Verpiss dich. Warum? Ich kann mir meine Kunden aussuchen. Man kann doch wenigstens... Ich vor meinem Gelände. Ja, Moment, man kann doch wenigstens sagen, hey, ich bin gleich auf dem Weg. Hey, was soll das denn? Ja, ich kann mir meine Kunden aussuchen, hau ab. Wie, und was ist das denn für ein unsympathisches Verhalten? Also wirklich. Alter, ich sag dir, jetzt nochmal, zieh Leine. Geht man so mit Menschen um? Wenn Leute mir direkt von Anfang an auf den Sack geht, ja. Warum denn auf den Sack? Ich habe doch nur gefragt, warum man mir nicht Bescheid sagt. Sie hätte ja auch kurz sagen können, ja, ich bin im Norden, ich bin gleich da. Dann hätte ich ja okay gesagt. Das wäre ja kein Problem. Rede ich irgendwie Chinesisch oder so weiter? Steig in deine Karre, warte, bis die andere Werkstatt ist und tschüss. Anscheinend rede ich ja Chinesisch. Aber gut, weißt du was? Ich verziehe mich. Kein Problem. Ja, geh. Und die Dame sollte sich mal ein paar Haare wachsen lassen, ne? Die hat nämlich eine Glatze, glaube ich. Hey, 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 man muss ja nicht aggressiv werden. Was soll das denn hier? Verdammt nochmal. Ja, ich geh schon. Sonst wird's für dich ungemütlich. Oh mein Gott, die ziehen eine Knarre. Habt ihr das gesehen? Oh, ich kann mir meine Kunden aussuchen. Gut, du kannst dir deine Kunden aussuchen, aber du kannst dir nicht aussuchen, wer dich verarscht. Das kannst du dir nicht aussuchen. So, Messer kaufe ich mir, ne? Kann ich mir jetzt einfach mal so frei kaufen, das ist nice. So, ihr schickt mich also weg. Auch wieder mit so einer Attitüde, man sei was Besseres oder man ist cool oder man ist krass oder... Du bist gar nichts, Mann, du Vollidiot. Wir werden jetzt sehen, wer wen wegschickt gleich, ne? No. Was machen die hier? Ey, die haben mich gerade gesniped mit Admin-Menü, glaube ich. Die sind bei mir gerade. Alter, okay, die ziehen Waffen. Oh, die kommen jetzt rein, die nehmen mich mit. Oh, mein Freund, gab's Probleme? Bitte was? Gab's Probleme? Was für ein Ding? Probleme? Hey, hey, hey! Oh mein Gott, die haben mich erschossen. Ach du Scheiße, das habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Die kamen mit Admin-Rechten zu mir, haben mich erschossen und sind wieder gegangen. Ah, da kommt der nächste Vollidiot. Und was für ein Splinter Cell-Film ist der denn? Hallo, der Herr. Wie geht's Ihnen? Nicht so gut, ich wurde erwischt. Ja, ein bisschen zu wenig gegessen und getrunken, kann das sein? Nee, ich wurde niedergeschossen. Okay, dann bleiben Sie einmal bitte sitzen und dann hole ich einmal das PD dazu. Ja, bitte machen Sie das. Ich setze mich hier auf den Boden, ja? Einen wunderschönen guten Tag. Oh Gott, noch mehr von dir. Was ist denn passiert? Ich war beim Mechaniker, ja? Da wollte ich mein Auto türen lassen und die Herrschaften meinten, ja, ich kann ja meine Kunden aussuchen. Das war der Wortlaut, ne? Das waren so Männer, die hatten so einen Totenkopf-Bandana an, wissen Sie? Weiß auch nicht, was für ein Film die waren. Kennen Sie die Vollidioten? Vollidioten kenne ich ganz viele, aber ja. Die Firma Velocity Customs kennen wir, da werden wir auch gleich mal vorbeischauen. Und die haben auch gesagt, dass denen es egal ist, dass ich erst hier seit 2-3 Tagen da bin. Ich weiß nicht, in was für einem Universum man so mit neuen Menschen hier umgeht, ne? Ja gut, grundsätzlich können die Werkstätten sich schon raussuchen, wen sie bedienen und wen nicht. Das zumindest ist gesetzlich nicht verboten. Dann macht das Zusammenleben ja hier gar keinen Sinn, ne? Für was leben wir dann denn hier zusammen? Da kann ja jeder zu Hause in seinem Wohnzimmer sitzen, den Pimmel auf den Tisch klatschen und gut ist. Wenn es den Leuten Spaß macht, können sie auch das tun. Wenn es zu Hause passiert, den Lümmel auf den Tisch klatschen, ist das auch für mich vollkommen fein. Ja. Der eine macht zu Hause, der andere in der Öffentlichkeit, ne? Der Kollege notiert sich Ihre Telefonnummer und sobald wir nochmal Fragen an Sie haben, kontaktieren wir Sie. Gut, dann machen wir das so einfach, ja. Ich hoffe, dass wir die Schwerverbrecher finden. Ansonsten muss ich hier Eigenjustiz betreiben und das wollen wir nicht, ne? Ja, das werden wir. Wir wollen ja aber auch nicht, dass Sie hier gerade eine Straftat ankündigen. Das war rein theoretisch, ne? Stilmittel sollte man da halt schon kennen, ne? Eine Metapher vielleicht auch, wie Sie es haben wollen, ist mir dann auch egal. Wir kümmern uns drum und wie gesagt, kommen dann nochmal auf Sie zu. Das sind die einfach. Das sind die. Herr Black, das ist der Mann, das war das. Bruder. Das ist der Mann, der mich niedergeschossen hat. Schauen Sie, der zieht wieder die Knarre, Herr Blick! Hallo, warum tun Sie nichts? Hier laufen gerade zu viele Dinger gleichzeitig. Mhm. Wie zu viele Dinger gleichzeitig? Das ist der Herr, der mich angegriffen hat. Dann machen wir da direkt ein Support-Ding draus. Ja. Was für ein Ding draus? Oh nein, reden wir jetzt OC. Hören alle Rest. Ja, was ist denn los? Klären wir gleich alles auf. Da haben wir jetzt alle da, Wunderbärchen. Ja. So, also, nochmal von vorn. Was ist los? Gehen wir davon aus, dass der Herr sich hier ganz gewaltig auf Schlitz gefühlt redet, Alter, wenn er den Leuten auf den Sack geht und über einen Mogo schiebt. Was für ein Ding?
Bruder, ich bin ganz ehrlich, der Ton macht die Musik, ne? Ich hab doch nur gefragt, ob die Dame mein Auto tun kann oder nicht. Bruder, was war zum Beispiel das dumme Anmachen am Telefon? Das dumme Anmachen am Telefon, das war doch Roleplay. Das hat ja, doch nichts mit dumm Anmachen zu tun. Nee. Auch vorne, wo wir dann nicht ja vor der Werkstatt standen und so weiter und so fort. Also, da musst du ja mitleben, dass du dann genauso wie der Kandidat, ich weiß nicht, ob du mit einem Kollegen eingereist bist, der macht ja auch gerade eine Riesenwelle am Würfelpark mit den Leuten. Wer? Also, was kann ich dafür, wenn hier irgendwelche Leute irgendeine Welle machen? Ich mach doch hier nur mein RP. Was ich hier nicht korrekt finde, an der Ort und Stelle, ja, ich probiere hier wirklich mein RP zu machen, ich kaufe mir ein Auto, ich komme an die Werkstatt und daraufhin wird zu mir gesagt, nö, ich kann mir meine Kunden aussuchen. Ja gut, dann brauchen wir ja hier zusammen kein Roleplay machen. Also wie wieder beim Thema, der Ton macht die Musik. Pissst du mich von der Seite an, piss ich dich von der Seite an. Ja, aber das ist doch mein Charakter. Das ist doch nicht böse gemeint oder so. Sehe ich auch OOC oder so scheiße ich, dass ich böse, Bruder. Da darfst du dich nicht falsch verstehen. Ja, aber wieso machst du das dann zu einem Supportfall? Das kannst du doch mit RP klären. Du hast mich doch sogar gerade im Laden erschossen. Bedeutet für mich, dass du hier schon deine Rache genommen hast. Das ist doch in Ordnung. Aber ich du machst. Ich hab dich nicht erschossen, Bruder. Nicht ganz anderem hier. Also hol mir nicht die Ohren voll. Ja, siehst du, sabbel mir nicht die Ohren voll. Du redest gerade OOC in so einem Ton. Was soll das denn? Ja, was machen wir denn jetzt hier? Wir müssen jetzt zu einer Lösung kommen. Hallo? Hola, grüß dich, Amiga. Grüß dich. Ich wollte ein Motorrad kaufen. Sind Sie zuständig für die Motorrad? Ja, müssen Sie sich einen kleinen Moment gedulden. Ich bin aktuell noch beschäftigt. Ich schnall dich einmal an. Alles klar. Ich bin hier vor Ort. Ich warte auf Sie, ja? Alles gleich. Bis gleich. Ah, die hat mir das abgekauft, ne? Die ist ja voll doof. Ja, guten Tag. Hallo. Hallo, Vollidiot hier. Das ist ein Biker. Biker hat nicht für Autos. Ja, gut. Ich bin ja hier, um mir ein Bike zu kaufen, ne? Ach so, das kann man hier auch. Ja, richtig. Und ein Vollidiot bin ich deswegen schon lange nicht, ja? Damit das klar ist. Sag mal, Männer, die Dame hier, kennt ihr die Dame? Ich hab ihn auch gerade gefragt. Ah. Ich nicht. Kennst du nicht? Nö. Das ist eine unsympathische Psch an der Stelle, ne? Kann ich dann mal so sagen. Oha, warum das? Also mit den Leuten würde ich auf jeden Fall aufpassen, wie du die nennst. Wie ich die nenne, ne? Hab gehört, hinterm Würfelpark, gib die gerne mal für den Zwanni, ne? Darf man fragen, wie du heißt? Wie kommst du drauf? Wieso willst du wissen, wie ich heiße? Oder so, Interesse. Also ich bin Tyler. Ja, ich hoffe, die Alte kommt mal so langsam, ne? Ich würde ehrlich gesagt meine Zunge zügeln an deiner Stelle. Mhm. Hola, hola! Ja, schön heute Nacht. Ja, oh, warten Sie noch ganz kurz. Einer nach dem anderen. Okay. Komm, ich mach dir die Tür auf. Ah, das ist also ihr Köter, ich verstehe. Wenn sie das Tier nochmal Köter nennen, klatsch ich hinein. Tut mir leid, ich meine natürlich... Dann klatscht das aber kein Beifall. Wir können noch ein bisschen auf Abstand bleiben, wir müssen uns nicht gegenseitig in die Tasche. Ey, Janelle, mit der hab ich mich auch gebieft am Würfelpark vorhin. Lass mich erstmal ein bisschen RP mit ihm machen. So, wer war denn jetzt zuerst? Wer kriegt denn hier was? Der hier vorne. Ich wollte eine Motorrad kaufen, die junge Dame. Sie möchten ein Motorrad kaufen, dann müssen wir hinter zum Shop. Natürlich, ich folge Ihnen. Laufen Sie vor, ich folge Ihnen. Das ist aber ein süßer Hund. Welche Rasse ist das denn? Das ist ein deutscher Schäferhund. Ein deutscher Schäferhund, ah. Kann man hier rum? Wie viel verdient man denn hier? Ja, wer von denen? Oh nein, Janelle. Ich habe gerade was Unnettes gehört. Was haben Sie über mich gehört hinterm Würfelpark? Oh nein, sagen Sie nicht, der Tyler hat gesagt, ich hätte das gesagt. Das ist mir zu angekommen. Der Tyler hat das über Sie gesagt, Ma'am. Wer ist Tyler, Herr Mann? Dieser Typ, du warst doch dabei, dieser Typ mit den Conros. Der hat doch die Dame beleidigt hier. Ach, waren Sie damit gemeint? Ja, anscheinend versucht er gerade uns die, oder mir die Sache in die Schuhe zu schieben. Entschuldigen Sie, Amiga, ich habe zwar nichts damit zu tun, aber... Ich habe gefragt, wie lange die Dame braucht, bis sie herkommt. Und dann hat der... Wie heißt er nochmal mit den Cornstrokes? Tyler hieß der. Dann hat der Tyler meinte dann, ich weiß nicht, was sie nebenberuflich macht. Vielleicht hinterm Würfelpark, irgendwelche Sachen. Okay. Also ich kann Ihnen versichern, der hat das nicht gesagt. Das finde ich gerade nicht korrekt, dass die probiert, die Tyler mir das in die Schuhe zu schieben. Ich hol mal den Tyler hier, weil das geht ja wirklich nicht. Junge Dame, Ma'am, ich kenne Sie doch gar nicht. Wieso sollte ich Sie beleidigen? Nee, das möchte ich tatsächlich auch nicht, deswegen will ich das gerade klären. Na, weil ich gehört habe, dass Sie das gesagt haben. Ja, und wie gesagt, der Tyler hat das gesagt. Vielleicht hat er sich seinen Joke erlaubt, aber er probiert gerade mir diesen Schuh anzuziehen, Ma'am. Sie sagen ja, Sie hören ja, dieser Typ hier auf dem Motorrad, der konnte das bestätigen. Ich würde sagen, wir gehen mal nochmal nach vorne, dann klären wir das mal, wer das jetzt gesagt hat. Der kommt nach hinten, Moment, der holt doch gerade den Tyler. Ja, dann können wir dem wahrscheinlich entgegengehen. Warum? Wir können doch auch hier kurz einfach warten. Ich sage, wir gehen den jetzt schon entgegen, dann gehen wir den entgegen. Sie sind aber ein bisschen launisch, Ma'am, kann das sein? Das hat nichts mit launisch sein zu tun, ich lasse mich nur nicht beleidigen. Okay, die will das klären, sagt sie.
Berko, du musst bereit sein. Ich bin jetzt zu Tyler gegangen und hab gesagt, hey, ich weiß nicht, was meinst du? Der so, was labert ihr für eine Scheiße? Es kann sein, die will jetzt mit Tyler reden und die will das klären. Es kann sein, dass es jetzt jeden Moment eskaliert, ne? Okay, die beiden Herrschaften dürfen dann jetzt die Werkstatt verlassen. Entweder gehen sie jetzt freiwillig oder der Hund darf sie beißen. Was ist das Problem, ja, Amiga? Ja, ich lass mich nicht beleidigen. Ich bin nicht jemand, der hinterm Würfelpack anschafft oder ähnliches. Entschuldigen Sie, also, aber das waren nicht meine Wortlaute. Raus, sofort. Wiederholen. Das ist jetzt schade, ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich hab ein Messer gezückt. Raus! Fass meinen Hund an und ich fass dich an, Kollege. Verpiss dich! Wow, was passiert denn hier? Hermano! Ich hab doch noch nichts am Hund! Was ist auch scheiße? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ich kann mich nicht bewegen! Also beim besten Willen. Kammer, komm bei Fuß. Ich konnte mich nicht bewegen! Was war das denn für eine Kacke, Bruder? Oh mein Gott, was ist das für eine Scheiße? Ich konnte mich nicht bewegen. Karma, komm bei Fuß, Karma. Karma, komm bei Fuß, Karma. Okay, Schaden, Sie können abrücken. Alles klar. Oh, vielleicht bannen die mich jetzt. Chef? Ja? Was mache ich mit dem Kollegen draußen? Der meint, er wäre Zeuge? Ich konnte nicht zustechen, es warum ging sagt nicht. Warum sagt die aber, dass ich was damit zu tun habe? Ja, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Ja, ich wurde gebannt. Wurdest du gebannt? Ja, ich wurde gebannt. Ich wurde auch gebannt. Also sowas habe ich ja lange nicht mehr gesehen auf einem Server. Komplette reinste Katastrophe. Die Admins kommen zu mir im Laden, ja. Die finden mich im Laden. Daraufhin kommt eine Support-Situation, ja, wo mir irgendwie was an die... Also auf diesen Server würde ich auf jeden Fall nicht drauf gehen, damit das klar ist, ne. Ansonsten, dieses Mal hat das Ganze ein blödes Ende gehabt, ja. Aber ich werde zurückkommen. Merkt euch das. Ansonsten abonniert und Pömmel.